Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen. Jetzt, mitten in dieser schönen Zeit, mitten im Frühling, der Frühling. Oh. Der Frühling, der sein blaues Band flattern lässt und es befällt einen dann gleich wieder so die Müdigkeit, oder jetzt nach dem Auftakt zum Superwahljahr Reloaded des Saarland. Oh, wie spannend die schwarz-rote Krötenwanderung. Hä? Annegret und Heiko wie Hanni und Nanni auf dem Kettenkarussell. Das ist nicht mehr gut. Es gab auch ein bisschen Hoffnung. Die FDP, mein Gott, tun mir die Mitglieder leid. Die müssen sich jetzt immer an die 4 Promille randrängen, um die Prozente noch auszuhalten. Was? Was mich nur wundert, ist, dass dieser Scheiterhaufen der Bedeutungslosigkeit immer noch eingeladen wird. Zu Wahlanalysen oder zur Berliner Runde im Deppendorf-Stadl. Es sagen ja Experten, die FDP schmiert deshalb so ab, weil sie als Mehrheitsbeschaffer für die Union nicht mehr taugt. Den Part übernehmen für die nächsten Jahrzehnte jetzt die Sozialdemokraten. Und wenn das ihnen zu anstrengend wird, dann schicken sie Andrea Nahles so lange in die Interviews, bis die Piraten an der Partei vorbeigesegelt sind. Weil übernehmen will diesen lahmen, langweiligen, verrosteten Tanker ja keiner mehr. Sie sind allen Ernstes stolz darauf, dass sie im Saarland auf Augenhöhe mitregieren dürfen. Da wird ein Herbert Wehner nur sagen, Mann, Sie haben gar nicht gemerkt, dass das Hühneraugen sind. Dieses ganze Superwahljahr, wozu eigentlich? Wir wählen Nasen in die Parlamente, die nur eins im Sinn haben, nicht anecken, nicht auffallen, nichts ausprobieren, nur durchhalten, damit nach 4 Jahren die Rente gesichert ist. Das ist übrig geblieben von unserer streitbaren, lebendigen Demokratie. Okay, gut, gut. Ja, da haben wir jetzt ja einen präsidialen Aufrüttler dafür, oder? Joachim Gauck, die moralische Endmoräne. Na, der Mann, der für uns alle stellvertretend die Freiheit atmet. Mein Gott, wird da ein Hype gemacht. Vorne weg die Bildzeitung, als wär's der neue Knut. Da wird ein Personenkult betrieben. Dagegen ist die Berichterstattung in Nordkorea ein Lehrbuch für kritischen Journalismus. Und trotz allem heißt es mir, ja, aber die Stimmung ist, Gott, du musst doch nur draußen ein bisschen umhören, jetzt nach der Zeitumstellung. Ja, jetzt ist abends wieder länger hell. Noch eine Stunde mehr, wo man das Elend angucken müsse. Na, von wegen, es gibt jetzt nur noch was zu feiern und zum Feiern. Nichts wird gefeiert, von wegen, Reol. Ha? Jetzt wird mal ein wenig was geschafft hier. Ja, das ist sehr gut, dass Sie da sind. Was soll das alles hier? Wie kommen Sie dazu, unsere Asservatenkammer zu plündern? Ja, das ist der Müll von 50 Sendungen. Hä? Wahnsinn, was sich in den Jahren für einen Rotz angesammelt hat. Aber ich habe jetzt gerade telefoniert. Jetzt kommt gleich so ein Euro-Chopper, der trägt ihn dann hoffentlich fort, den ganzen Plunder. Moment mal, Plunder? Das ist unsere Vergangenheit. Belzig, nur wer das Vergangene nicht aus den Augen verliert, kann den Blick für das Kommende schärfen. Ja, ja. Nur wer weiß, wo er herkommt, weiß auch, wo er war. Ne? Ja. Ja, ja. Oh, ja. Toller Satz. Ja. Lassen Sie mich raten. Gauck? Nein, noch besser. Von mir. Hä? Jetzt packen Sie mal mit an. Ich möchte endlich hier mal einen Frühjahrsputz-Priol. Wer das Alte lässt, schafft Raum für Neues. So ein Quatsch. Wir lassen die Alte schon seit über 6 Jahren. Da entsteht überhaupt nichts Neues. Ja. Wenn Sie. Doch. Ich rieche es. Auch da gibt's bald einen Neuanfang. Ja, ja. Und wann denn? Im September 2013? Nee, nee. Das sind noch 1,5 Jahre. Oder im Politsprech eine Wulfzeit. Nein. Hören Sie, das wird anders laufen. Wenn diese Wahl in Nordrhein-Westfalen gelaufen ist, dann wird die Merkel die Beisetzungsfeierlichkeiten der FDP in gewohnt uneigennütziger Weise dazu nutzen, Neuwahlen herbeizubescheißen. Ist doch logisch. Das ist doch Quatsch. Die ist doch nicht so blöd wie der Schröder damals. Er spielt russisches Roulette und übersieht, dass die Trommel voller Patronen ist. Ja.
Die kann auch russisch Roulette spielen, die trifft eh daneben. Ne? Nee, ich sag Ihnen, es riecht nach einem Neuanfang. Ach, Neuanfang, mein Gott, wie naiv sind Sie eigentlich? Neuanfang, alleine bei dem Gedanken daran ranzelt's doch schon. Was soll denn Großartiges kommen? Wir kriegen wieder eine große Koalition aus. Die Sozen sind aber auch so blöd. Ja, es ist schon tragisch. Die SPD verwechselt ihre Dummheit dauernd mit staatstragendem Verantwortungsgefühl. Nach dem Motto... So läuft's eigentlich. Nach dem Motto, die Kanzlerin macht alles falsch, aber wir unterstützen sie dabei. Ja. Aus Sorge um Deutschland. Ja, sehen Sie, es ändert sich nichts. Naja, nicht im Großen, aber im Kleinen ändert sich schon was. Die Bahn zieht sich zurück. Ach was? Ja. Aus Stuttgart 21 etwa? Nein, warum soll sie sich da zurückziehen? Oder wie? Wird es teurer oder was? Oh, warte, jetzt ganz überraschende Antwort. Ja! Nein! Doch! Ach, das hat ja niemand ahnen können. Ja. Dass hier ja die Juchtenkäfer aus alten Wolken fallen. Aber nein, es geht hier um was anderes. Sie zieht sich zurück aus dem Parteiensponsoring. Nein! Ja, keine Kohle mehr für diese Nord-Süd-Dialoge und die anderen Schmierstellen für Politik und Wirtschaft. Oh, das ist bitter. Da wird sich manch ein Eventmanager die Kugel geben. Ja, wir wollen es mit dem Optimismus nicht übertreiben. Ne? Aber keine Bahngelder, kein Sponsoringgelder der Bahn mehr, auch nicht für so Partei-Feiern und so Zeug. Naja, es ist ja auch in Ordnung, weniger feiern, bescheidener, dafür aber umso fröhlicher in Freiheit, in Verantwortung. Passt eigentlich ganz gut zu unserem neuen Staatsprotestantismus. Ja, Staatsprotestantismus, ja. Da, ne? Was? Mein Gott, Merkel und Gauck, langsam frage ich mich schon, ist das vielleicht doch ein wenig viel evangelisches Knäckebrot für unser Wohlstandsland? Warum jammern Sie denn jetzt so rum? Sie haben doch mit dem Gefasel angefangen vom Neuanfang. Und den bekommen wir jetzt ganz konkret. Ja, eine Pastorentochter versemmelt unsere Zukunft. Und der Pastorale, unsere pastorale Obernummer 1 gaukt uns die letzte Ölung dazu. Na, toll. Protestanten ölen nicht. Die Nölen beim Salben. Ne? Nein, ich finde überall Neuanfang, auch bei einer Bekannten von mir, die Marga, die steht jetzt auch leider vor einem Neuanfang. Die Marga hat gearbeitet in so einem Drogeriemarkt. Ja, die Marga ist so eine Schleckerfrau. Wobei der Begriff Schleckerfrau, man liest es jetzt immer überall, aber ich muss sagen, nach Dönermott und Ehrensold tue ich mich schwer mit so unpräzisen Begriffen. Ja? Schleckerfrau. Und jetzt habe ich die Marga bei ihr daheim, habe ich sie besucht, ja, um zu reden, wie es weitergeht. Und was sehe ich da auf ihrem Wohnzimmertisch liegen? Was hat sie sich gekauft? Sie hat sich gekauft dieses neue Buch von diesem Marschmeier, Erfolgreich leben. Für 19,80 Euro sage ich, Marga, dann kiff doch lieber. Ne? Ja, also, ja, hat sie dann gesagt, sagt die Marga, sie findet den Marschmeier eigentlich schon ganz interessant, weil erstens käme er auch aus ganz einfachen Verhältnissen, so wie sie, und zweitens wäre er als Kind oft geschlagen worden, so wie sie auch. Und sie wisst schon, das ist ein Depp, aber er hätte halt Erfolg und in dem Buch gäbe es Dip-Dop-Dips. Sag ich, Marga, in deiner Lage kaufst du ein Buch für 19,80 Euro, da bist doch du der Depp. Und hat sie gestrahlt und gesagt, es wäre ja dann schon die dritte Übereinstimmung. Ja? Und dann hat sie mir ihre Lieblingsstellen aus diesem neuen Marschmeier-Buch vorgelesen. So Zeug. Schau in den Spiegel und dann siehst du den größten Schatz, wo du hast. Habe ich gesagt, Marga, bitte. Wenn dich so ein Windhund wie dieser Marschmeier auffordert, in den Spiegel zu schauen, dann will er dir in Wirklichkeit einen Spiegel verkaufen. Marga, du bist eine Schleckerfrau. Wie oft willst du dich denn noch verarschen lassen? Auf damit. Nein, sie hat darauf bestanden, der hätte im Grunde schon recht, weil der wäre so positiv und der hätte auch Sachen, der Marschmeier, wer halt so die Arschkarte zieht im Leben, hätte halt einfach nur vielleicht seine Chancen nicht genutzt und der wäre so positiv und man könnte alles positiv sehen und er hätte da so schöne Beispiele in seinem Buch, was man alles positiv sehen kann und hat mir wieder so ein Beispiel vorgelesen. Halten Sie sich fest, wer in der Schule einmal sitzen geblieben ist, kann das auch positiv sehen, weil der kennt ja viel mehr Leute als einer, der immer in der gleichen Klasse war. Ja. Und das wäre ja ein Vorteil, steht da drin.
steht wirklich, ich habe selber nachgelesen, steht da drin. Und das wäre ein Vorteil, weil das wären ja Kontakte. Und Kontakte wären ja alles beim Networking. Und Kontakte wären heutzutage viel wichtiger, als dass man Ahnung von was hat. Und die Marga sagt, sie hat im Grunde gar keine Ahnung von nichts, aber sie wäre dreimal sitzen geblieben. Und die hätte ja dadurch dermaßen viele Leute kennen. Und das wäre jetzt ihr Kapital. Ne? Ach, ich bin dann gegangen, sie hat mir so richtig leid getan, auch so Opfer, also von diesen Schwätzern immer diese Botschaft, nutz deine Chancen, sieh es positiv. Weißt du, um eine Chance zu nutzen, musst du doch erst einmal eine Chance kriechen. Und nee, ich verstehe auch überhaupt nicht, also ich verstehe überhaupt nicht, vielleicht können Sie mir das erklären. Wie erklären Sie sich, dass dieser Windhund Maschmal jetzt so Buch schreibt? Warum? Mit so Tipps, was soll das? Ich meine, Geld braucht er nicht, oder? Ich vermute mal, seine 350 Imageberater haben ihm empfohlen, schreibe Buch, mach dich mal ein wenig beliebt, weil du bist der Boomer der Nation, verbessere dein Image. Und Image ist ja enorm wichtig. Ein Image ist ja das, was man bräuchte, dass die anderen denken, dass man so ist, wie man gern wäre. Ne? Und ausgerechnet dieser Windhund, ausgerechnet dieser Drückerkönig will jetzt beliebt sein. Wissen Sie, also wenn einer wie der gemocht werden will von einem wie mir, man kann ja nicht so reich sein, diese ganze arme Sau. Ja. Ja, schauen Sie mal, so dieser Karl Albrecht von Aldi, der wirklich reichste Deutsche, ne, mit 20 Milliarden Vermögen, was ich ihm gönne, ja, dem ist doch sein Image wurscht. Da pfeift er doch drauf. Der wird doch niemals ein Buch schreiben. Der wird doch niemals Tipps geben. Aldi gibt keine Tipps. Aldi informiert. Ja. Kostenlos, jede Woche. Ja. Nicht für 19,80 Euro. Ja, Herr Steinle. Herr Steinle, das freut mich aber. Ach, das ist ja so schön, dass Sie da sind. Das freut mich. Wollen Sie ein Schlückchen Wasser? Komm, danke. Nehmen Sie ein Schlückchen Wasser. Ich hoffe, Sie haben keinen Ostherpes. Nein. Aber so einen freundlichen Empfang, das habe ich ja noch nie erlebt. Ja. Also bei Ihrem Chef gab es das noch nie. Ach, vergessen Sie meinen Chef, das ist doch gar nichts. Nein, ich bin doch froh, dass wir Sie für heute gewinnen konnten. Ich meine, wer sonst soll den Müll wegfortschleppen? Also ich nicht. Ja. Ach, das ist ja nur wunderbar. Deshalb haben Sie sich so gefreut und mich so freundlich empfangen. Ganz ehrlich, das ist ja ganz wunderbar. Natürlich. Jetzt weiß ich, wozu ich hier bin. Ich soll wieder euren Westmüll wegschaffen. Na, herzlichen Dank auch. Ja. Gut, Herr Steimler, jetzt koffern Sie sich doch nicht so auf. Freuen Sie sich, Sie sind geheilt. Sie haben unsere Anwendungen gar nicht mehr nötig. Ihnen geht's blendend. Woher wollen Sie denn wissen, wie es mir zu gehen hat? Natürlich geht's Ihnen blendend. Hören Sie mal, zwei Ossis an der Staatsspitze. Ja. Da habt ihr uns was Sauberes untergejubelt. Ja. Wir haben doch damit gar nichts zu tun. Hören Sie da auf. Ja, der eine ist als letzter aufgesprungen auf den Zug, ja, bei den Bürgerrechtlern. Natürlich. Sagt aber jetzt immer, er wäre immer schon der Lokführer gewesen. Na, und die andere, die hat doch die Kehre in der Sauna verpennt. Ja, natürlich! Das sind doch Tatsachen! Schauen Sie mal, kaufen Sie sich mal ein Eis, das ist doch... Was soll denn das jetzt? Das bin ich Ihnen wert. Nein, wir zahlen den Soli in Zukunft direkt, dann wissen wir, wo er landet. Ne? Na ja. Ach, hören Sie doch mal auf mit dem Gauk, mit dem Gauk. Das ist doch alles völlig langweilig. Es geht doch um viel Wichtigeres. Es geht um die Sache. Verstehen Sie? Um das große Ganze. Ganz genau, sag ich doch. Der Müll muss weg. Ja, und zwar in Freiheit und Verantwortung. Bitte hören Sie mir auf mit Freiheit. Ich kann das schon gar nicht mehr hören, dieses Wort Freiheit. Wissen Sie was? Wer viel von Freiheit redet, der hat keine. Als es mit der DDR zu Ende ging, ja, da wurde auch ganz viel von Freiheit geredet. Und ich frage Sie jetzt mal, wo sind denn die freien Bedeutungen in diesem Land? Ja? Wo ist denn die Freiheit für Menschen, die am Monatsende gar nicht mehr wissen, wie sie ihre Steuern bezahlen sollen oder ihre Miete oder ihre Krankenkasse? Und Sie, ich frage Sie, es gibt Menschen in unserem Land, die haben 2, 3 Arbeitsverhältnisse, weil sie gar nicht mehr um die Runden kommen. Ja? Die haben die Krauten dicke. Ja? Die sehen ihre Familien nicht, die sehen ihre Kinder nicht. Und mir geht's genauso. Mir steht das hier mit dieser Freiheit. Das kann ich Ihnen flüstern. Ich habe es satt, mir erklären lassen zu müssen, wie toll es sei, in unserem Land leben zu dürfen, in dem es ach so frei sei. Aha. Und manche wissen gar nicht, wovon sie leben sollen. Ja, das ist ja wirklich so. Haben Sie ja recht. Und deswegen dürfen Sie sich jetzt auch hier irgendwas mitnehmen. Herr Pelzig, Sie hatte ich anders eingeschätzt. Fehler. Das möchte ich schon sagen. Wissen Sie, was Sie für mich sind? Was? Sie sind ein Gauk im Wolfspelz. Nein, es war doch ein Späßle. Ach, können Sie nein. Aber Herr Steinle, was denn?
Nein. Und Ihnen sage ich jetzt auch etwas. Und das sollen alle hören. Nein, diese Freiheit hier, das ist eine große Lehre. Ich gehe. Bitte kümmern Sie sich um den Mann. Ich habe doch gleich mein Soli. Mein Solo. Den Soli bezahlen wir auch mit. Entschuldigung, es ist aber dieses Superzwangswahljahr, es verwirrt einige, ne? Und es ist, auch wenn es so aufgeblasen wird, es ist doch alles so provinziell. Ne? Ich habe mir so oft gedacht, Mensch, könnten wir da nicht mal was Neues irgendwo, vielleicht sollten wir uns so mehr im Kleinen ein Beispiel nehmen. Oder Duisburg zum Beispiel, das war doch schön. Dieses Abwahlverfahren gegen den Ex-OB Adolf Sauerland, dieser Sesselkleber von der CDU, da haben sie ja erst gesagt, Mensch, eine linke Kampagne oder geht. Und dann hat fast die ganze bürgerliche Stadt Duisburg für seine Abwahl gestimmt. Das wäre doch vielleicht einmal ein Modell für künftige Superwahljahre, hä? Dass man gar nicht mehr ankreuzen muss, wer was werden soll, sondern wer weg muss. Das wäre mal klein. Duisburg, ich will Ihnen mal was sagen. Der ganze Ruhrpott brennt. Ja, man will Theater schließen. Kultur, das ist ein Lebensmittel. Und nicht nur im Ruhrpott Theater geschlossen werden. Nein, auch in Zittau, in Schwerin. Wer heute Kulturräume schließt, der muss sich nicht wundern, wenn demnächst dem rechtsradikalen Terror Tür und Tor geöffnet wird. Jawohl, da brauchen wir uns nicht wundern in dem Land. Nur der verdient die Freiheit, wie das Leben, der täglich sie erobern muss, wenn es rein muss. Ja, das haben Sie sehr schön. Ja. Das haben Sie sehr schön vorgetragen, auch in diesem stillen Jammerton. Aber ich sag Ihnen mal was, als ihr noch DDR wart. Hören Sie doch auf, ihr wart doch froh, dass ihr euren Sondermüll bei uns entsorgen konntet. Ja. Eure BRD war 89 ja. Genauso Ende am Wien. Als Gegenleistung haben wir euren Wolf Biermann und all die anderen abgehalfterten Liedermacher von euch bekommen und eure ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda als Kanzlerin. Ist das ein fairer Lastenausgleich? Jeder bekommt das, was er verdient. Ende! Entschuldigung, es ist so. Entschuldigung, ich war ja noch beim Superwahljahr. Und das Schöne ist, das ist ja nicht nur bei uns, sondern global. Na, in Frankreich, da geht's. Oh, da wollte unsere Kanzlerin ja schwer Wahlkampf machen. Na, aber dann hat der kleine Gestauchte gesagt. Nö, wenn Madame Non kommt, mosch, das mögen meine Franzosen ja gar nicht. Und hat sie einfach wieder ausgeladen. Da war Stimmung. Die Scheiben im Kanzleramt waren beschlagen. Sie hat mit dem Fuß aufgestampft. Im ganzen Viertel hat's nach Schwefel gerochen. Na, aber Sarkozy. Aber Sarkozy ist schon ein Phänomen. Der war ja eigentlich schon weg. Na, und dann war dieses, wie sich alles kaum läuft, ein Terrorist amok. Schon fliegen einem Law-and-Order-Präsidenten wieder die Herzen zu, wie anderen die Kugeln um die Ohren. Na, sie hätten ihn ja vorher schon, wahrscheinlich hat er sich mit seinem alten Kumpel George Bush noch beraten und gesagt, cher ami, wie hast du das damals eigentlich gedreht mit deiner 11. September? Na, nein, es ist Hardliner. Hardliner sind in nicht solche Weicheier, oder? Wie dieser Hollande, den weigert sich ja unsere Kanzlerin zu empfangen. Der hat aber auch, ist immer so, mit dem Sozialen. Man will die Superreichen jetzt höher besteuern. Das geht, aber das hat Ulf Porschardt vom Besitzstandswahrungskampfblatt Die Welt schön auf den Punkt gebracht. Er hat gemeint, Hollande verkörpert den giftigen Geist des Gerechtigkeitsterrors in neuer, aufgeräumter Art. Ich hätte diesen Satz so gern erfunden. Aber man kann ihn nachlesen. Und keiner, als dass er ihm mal sein neoliberales Restchen sauber kerchert. Was die Superreichen angeht, da hat Obama Einsehen gehabt. Hey, der Wahlkampf in Amerika, toll, oder? Ist das schön, die besten Wahlhelfer für Obama sind die Republikaner bei dem Vorwahlkampf, wo du gar nicht weißt, wer gehört da jetzt schneller eingewiesen? Na, Mitt Romney, der durchgeknallte Mormone, war das toll neulich, als seine Frau ankam und sagte, ich habe Mitt gestern gefragt, kannst du Amerika retten? Und er hat ja gesagt. Das,
hat schon ein bisschen was, ne? Hat es so von den frühen Verkaufsshows im Fernsehen. Und jetzt pass gut auf, Mike. Ich gebe ein paar Tropfen vom Blut des australischen Schabrackentapirs auf diesen edlen Perserteppich. Oh nein, Mike. Du meinst, du gibst Blut vom australischen Schabrackentapir auf diesen edlen Perserteppich? Ja, nein. Oh Mike, tu es nicht. Tu es nicht. Oh Mike, das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Nein, Obama punktet jetzt, weil er die Reichen stärker besteuern will. Und die sagen, endlich, Gott sei Dank. Und er will Geld dort einsparen, wo was zu holen ist. Bei der Rüstung. Milliarden wird. Da gucken unsere natürlich völlig ungläubig über den großen Teich und sagen, das hat er alles vor der Wahl versprochen. Ja gut, aber man kann doch nach der Wahl nicht das halten wollen, was man vor der Wahl versprochen hat. So darf man doch seine Wähler nicht verunsichern. Und diese Gebiete... Auf Rüstung weniger Dinge. Wie macht denn der das? Nur so wie zwei Elefanten am FKK-Strand, die zum ersten Mal einen nackten Mann sehen und sich fragen, wie ist der damit nur? Ich sag, wenn man politisch was erreichen will, dann geht es auch. Man muss es halt nur wollen. Herrschaftszeiten, ist es denn so schwer zu verstehen? Jetzt. Herr Schleich, jetzt kommen Sie mit, jetzt schauen Sie das einmal an hier, unseren Müllhaufen. Aber das ist natürlich für Sie ein Paradies als Schotthändler. Hä? Vorsicht, gell? Fachwirt für Abfallkunde, ja, bitte. Gell? Ja. Ja, jetzt so. Schauen Sie mal an, das ganze Gerümpel, was täten das so approximativ die Entsorgung kosten? Was meinen Sie? Tja, das kommt drauf an, ob Sie eine Rechnung brauchen. Ja. Natürlich brauchen wir Rechnung, wir sind öffentlich-rechtlich und außerdem schauen Leute zu. Hm? Naja, mein Mitrechnung ist natürlich schlecht. Also, hören Sie, Fachwirt für Abfallkunde, da warte ich schon, dass Sie... Ach, ja, schauen Sie, der Bischof Mixer. Das war, glaube ich, die Anstalt vor 3 Jahren oder so. Kann ich mich noch gut erinnern. Was ist denn? Der riecht irgendwie nach Alkohol. Ja, der hat eine Fahne. Ne? Okay. Den muss man als Sondermüll entsorgen, ja. Via Rom. Ja. Naja. Ja, aber schauen Sie mal aus der Galerie des Grauens. Ich hätte hier noch so viele Herrschaften mit dem bösen Blick. Ich will die... Ich will die nicht mehr. Das Zeug muss weg. Können Sie das nicht irgendwie... Tja. Mei, das lohnt sich für mich natürlich überhaupt nicht mehr, wissen Sie. Wieso? Das sind ja keine Wertstoffe. Da gibt er mir nichts mehr dafür, mein Afrikaner. Wieso Afrikaner? Naja, also sagen wir mal so, wenn Sie irgendwie Elektroschrott hätten, da hätte ich natürlich schon Geschäftspartner, gell? Stehen Sie, so ein Kanal. Nein, der ist aus Togo. Ja, nein. Togo, das muss hier alles total korrekt laufen, ja? Das sage ich Ihnen. Korrekt und mit Rechnung, Sie sind gut. Wollen Sie mich ruinieren, Herr Pelzig? Pelzig, verstehst du? Nein, du, jetzt reden wir mal offen, oder? Ich meine, da kommen wir mal, reden wir mal Klartext. He? Unsere Welt, das ist, was ist das? So klein, ein Neid überall, eine Missgunst, oder? Ich sage mal, das muss man alles locker sehen, oder? Ich sage mal, Hauptsache, man ist gesund und die Frau hat Arbeit. Der ist ein uralter Spruch, brauchst nicht lachen. Aber da ist ja so viel Wahres dran. Okay, so, uns geht's doch, alle geht's doch im Grunde genommen gut. Wir brauchen doch nicht irgendwie einen Neid oder was. Hä? Der eine kauft im Discounter ein, der andere in der Apotheke. Du, wenn er das Geld hat, wo ist das Problem? Schau, der Papst zum Beispiel, oder? Der kauft sich rote Praderschuhe. Ja, mei, damit kann auch nicht über den See Genesaret laufen, verstehst du? Hey. Oder der Wolf, was haben Sie sich da aufgeregt? Ja, der Mann darf keinen Ehrensold bekommen, der darf keinen Dienstwagen kriegen. Ja, soll er mit dem Bobby Kauf und seinem Buben umeinander fahren? Hey, ich sag, es ist alles so, gell? Doch lächerlich, oder? Der eine wohnt gern in einem Plattenbau, der andere in der Villa. Der Gauk im Schloss Bellevue und der Wolf in der Klinkerbude. Hey, wobei ich ehrlich sagen muss, so eine Villa oder ein Schloss oder was da mit 100 Zimmer, 30 Zimmer oder was und goldene Wasserhähne, ich möchte das gar nicht, oder? Und Seidentüren und Mahagoni-Tapeten da im ersten Stock auf einen Armani-Aufzug oder von Bossorn, oder? Oder was soll es haben und Fußball, vielleicht große Perserteppiche, verstehst du? Und Hi-Fi-Türme bis unter Decke rein und da 10 mal 8 Meter, 10 mal 8 Meter, 8 da. Flachbildschirme an der Wand, da. Ich brauch das nicht, oder? Aber wenn sich jemand den Scheißdreck leisten kann, bitte. Hey, das ist letztlich dem sein Problem, wenn er dann in so einer Glitsche drin hockt und nicht mehr rausfindet vor lauter Zimmer, oder? Da ist ein Bonzenarsch weniger auf der Straße, dann lach ich doch, oder?
Oder was jetzt, wenn's reden, die ganzen Fußballer oder was mit ihren Millionen? Hey, da sag ich immer die Stradivari unter die Arschgeigen, oder? Was? Die sollen von mir aus sollen die. Alter, das ist ein... Die sollen von mir aus sollen die mit dem Chanel Nummer 5 ihre Fenster polieren und mit dem Champagner Blumen gießen, wenn ihnen das was bringt. Hey, die sollen, was tun sie denn auf ihre Yachten? Weißt du, was alle haben da, die ganzen Millionario-Sportler da, ihre Yachten oder was, bei Windstärke 10? Was machen sie denn? Ein Kaviarspeiben, oder? So schaut's aus. Oder? Den bin ich doch nicht neidig, die haben für mich sowieso alle einen Dachschaden. Die Sportler, die sind doch alle krank. Und da hat mir kürzlich einer erzählt, dieser Carl Lewis. Weiß nicht, ob du ihn erinnern kannst, der Läufer da, okay? Dass der hat in seiner besten Zeit, hat der mir erzählt, der Typ, hat dieser Carl Lewis $10.000 in der Sekunde verdient. Du, und da läuft der Depp die Strecke in 10 Sekunden. Das ist ein Krack! Weißt du, Mann? Das ist ein völlig Krack! Hey? Weißt du, so einem bin ich nicht neidig, der tut mir höchstens leid. Leid tun mir diese Millionäre da, verstehst du, mit ihren Drecksscheine da, die tun mir höchstens leid. Hey, wenn ich denen ein Geld hätte, weißt du, ich sag, ich würde mir alles kaufen, was es gibt. Alles an Abfall da, die man kaufen, alles Müll, Autos da, die man kaufen, ein Mercedes, ein Ferrari, ein Rolls-Royce, zwei Rolls-Royce da, die man kaufen und ein Audi, da XTT, Q7, durch 4 mal Klammer auf, Y Quadrat, Klammer zu. Hey, mit Sauna und 5 Stockwerke und Terrasse da, die man einen kaufen. Was er so groß ist, dass du in ganz München keinen Parkplatz findest du mich. Hey? Und dann darf ich mich hinstellen vor diese Millionäre und dann sagen, ich bin euch nicht neidig, darf ich sagen, aber ich hab so einen Hass. Hey, ich hab einen Hass, weil das ist lächerlich, euer Geld. Hey, bin ich jetzt ja vielleicht glücklich, das darf ich sagen. Bin ich jetzt ja vielleicht glücklich, ihr Millionäre, mit eurer Rene Drecksscheine, darf ich sagen, mit euren widerlichen Kröten, mit eurem ranzigen Zaster, ihr Arschsau, gell? Ihr Sacksau, Arschsau, Sack. Da bin ich doch nicht neidig, oder was? Aber schon wirklich nicht. Also, ach, ich glaube, ich bleib da. Ach. Ach. Also zum Thema Neid möchte ich schon mal Ihnen sagen. Neid ist ja eine Todsünde und Neid ist aber auch sehr menschlich. Neid ist menschlich, ist wissenschaftlich bewiesen. Neid ist menschlich, hat man festgestellt. Bei dir versuchen. Ja? War ein interessantes Experiment mit so Hünd, haben sie das gemacht. Hünd, fränkischer Plural, der Hund, die Hünd, ja. Das Brot, die Bröder, ja. Und es war folgendes Experiment. Also so Hünd mussten Pfötli geben, ja, Pfötli. Und die eine Gruppe von die Hünd bekam fürs Pfötli geben einen Hundekuchen. Und die andere Gruppe von die Hünd bekam nichts, bekam keinen Hundekuchen. Und dann haben die Hünd, wo keinen Hundekuchen bekommen haben und immer Pfötli gegeben haben, haben dann mal so in die andere Gruppe reingeschaut und haben gedacht, ja, was geht jetzt hier, ne? Die anderen fressen sich fett und mir gehen leer aus. Und dann haben diese Hunde, wo nichts bekommen haben, haben das Pfötli verweichert, ja. Ja, was jetzt? War das Neid? Nee. Den Kötern ging es um Gerechtigkeit. Ja. Auch Kötern geht es um Gerechtigkeit. Auch Frauen geht es um Gerechtigkeit. Ich weiß, ja, ich weiß, das ist jetzt ein extrem thematisch, extrem harter Übergang, aber warten Sie, was ich sagen will. Frauen geht es auch um Gerechtigkeit. Frauen sind doch zu Recht sauer, oder? Sie sind doch eine Frau, sie schauen so aus. Ja. Es ist doch eine Sauerei und ungerecht, dass Frauen in Deutschland 20% weniger Gehalt bekommen als Männer. Ist das eine Neiddebatte? Das ist doch kein Neid, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Natürlich gibt es immer Männer, so wie er da, die sagen, die Weiber immer mit ihrem historischen Zipfelneid. Das ist doch kein Zipfelneid. Ne? Da geht es um Gerechtigkeit. Und es geht auch nicht um Neid, wenn jetzt, sagen wir mal, die Bankrottstädte im Westen sagen, die Bürgermeister sagen, wir wollen aber hier keine Schulden mehr machen, damit nur mit den Osten den Soli bezahlen können. Das ist doch keine Neiddebatte. Es geht um Gerechtigkeit. Ich finde, wir sollten Neid und Gerechtigkeit, sollte man nie wirklich verwechseln. Es geht um Gerechtigkeit. Und um Gerechtigkeit, die Frage der Gerechtigkeit, ging es ja jetzt auch dieser Tage, als es geheißen hat, dass der VW-Chef Winterkorn 17 Millionen Euro Gehalt bekommen hat. Haben viele gesagt, ja, wie, das ist ja ungerecht. Ich finde es auch ungerecht, wenn ich sehe, was andere kriegen, zum Beispiel der Mercedes-Chef. Ja.
also Zetsche, ja, der gleich guter Mann, der Winterkorn hat einen super Job gemacht, der Zetsche hat auch einen super Job gemacht, gleich erfolgreich, gleich qualifiziert, gleich zukunftsorientiert. Was hat der Zetsche bekommen? Nicht einmal die Hälfte, gerade mal um die 8 Millionen statt 17. Ist das gerecht? Ja, ich würde jetzt nicht direkt von Skandal sprechen, aber doch von einer klaffenden Gerechtigkeitslücke auf gehobenem Niveau. Hm? Und ich fand auch gar nicht, dass ich über die 17 Millionen, wer hat sich denn aufgeregt? Nicht die Wohlfahrtsverbände, nee, nee. Der Verband der Familienunternehmer hat sich aufgeregt und hat gesagt, so ein Gehalt, 17 Millionen, das wäre obszön. Und 5 Millionen Jahresgage wären das Äußerste, habe ich gedacht. 5 Millionen, na gut, klingt vernünftig. Aber dann hat ja die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, die haben dann gesagt, nee, nee, das ist ja das allerletzte 17 Millionen. Und dann hat diese Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gesagt, bei Jahresgagen ab 10 Millionen Euro wird es sozial unerträglich. Ab 10 Millionen sozial unerträglich. Ein Satz, wo man sich schon fragt, ob er vielleicht humoristisch gemeint ist. Weil sozial unerträglich, mehr als 10 Millionen. Ich habe gedacht, Stundenlöhne unter 10 Euro sind sozial unerträglich. Und 9 Millionen Billigjobs sind sozial unerträglich. Und wer zahlt für die Krise massenhaft? Ja, dass die für die Krise blechen, die sie gar nicht verursacht haben, ist sozial unerträglich. Und ein Spitzensteuersatz von 45% ist zurzeit auch sozial unerträglich. Über was wollen wir hier eigentlich reden? Über die paar wenige, die vielleicht ein paar Millionen zu viel bekommen oder über die Millionen, die eindeutig zu wenig erhalten? Ja? Also ich meine, diese 17, das lenkt doch nur ab, diese Diskussion, ob das zu viel ist. Und im Übrigen der Winterkorn. Also ich 17 Millionen soll er doch haben. Ich möchte auch nicht tauschen. Jetzt steht er da am Pranger. Ja, jetzt braucht er einen Imageberater, der kostet ihn schon wieder 3 Millionen. Ja. Ich, wenn dem Winterkorn sein Öffentlichkeitssprecher wäre, ja, oder anders gesagt, wenn ich damals bei dem Vertrag mit dem Briol nicht das Kleingedruckte überlesen hätte, ja, wenn ich einen richtig guten Job hätte, nicht so hier das Zeug, sondern der Sprecher vom Winterkorn, ich wüsste, wie ich den Leuten, den Normalverdienern, die 17 Millionen unterjubeln würde. Ich würde sagen, liebe Leute, 17 Millionen, erstens, das ist brutto. Und zweitens würde ich sagen, ist der Winterkorn ein Mann. Und dafür kann er nichts, weil wäre er eine Frau, dann wäre es ja weniger. Ne? Und insofern, ja. Was? Schauen Sie mal, was ist das jetzt hier? Nein, nein, ich mache das gern. Mit mir ist alles in Ordnung. Was soll das? Ist alles prima. Ich diene gern. Ich mache es sauber für Sie. Ich habe das verfolgt, was Sie da draußen erzählt haben. Ja, und? Natürlich. Ich mache das auch gleich als Frau. Und auch gerne für 20% weniger als Männer. Ist überhaupt kein Problem. Das ist Gerechtigkeit in freier Verantwortung. Ich mache es gern. Ich diene. Kein Problem für mich. Hören Sie mal, hey, Herr Steiner. Dafür haben wir nur 89 ja, hinter der Gardine gestanden. Sie müssen Nein, jetzt, es ist Sie, alles in Ordnung. Sie müssen jetzt hier wirklich nicht auf Frau machen. Ossi reicht völlig. Kommen Sie. Ne? Der Herr Räther! Grüße. Sie kommen zu uns wegen, Moment, ich hab's gleich, wegen Musik- und Klangschalentherapie, richtig? Ja, ich soll meinen Namen tanzen lernen. Ja, bei manchen hilft es. Ja, ich gebe Ihnen noch einen kleinen Rat bei aller Freiheit. Vielleicht könnten Sie auch den Menschen draußen so ein bisschen mehr Mut, gerade jetzt, es ist alles so schön. Ja. Der Frühling, die primeln, die Sonne scheint. Ja. Wenn Sie einfach etwas mehr... Ja. Gauksch. Sagen Sie einfach öfters mal uns und wir und Herz und Land und schön. Ja. Wissen Sie, wie gut es Ihnen danach geht? Ihr Flügel, El Mundi. Der ist El Mundi. Ja, hat er schon recht, der Uwe Steimle, Freiheit und Verantwortung, man kann es gar nicht mehr hören. Was heißt das? Freiheit heißt ja immer unsere Freiheit. Und Verantwortung sollen gefälligst die anderen übernehmen. Unsere asiatischen Arbeitssklaven produzieren von Panasonic bis Ikea unsere ganzen Konsumgüter. Und wir sind empört, dass in China die Schlote rauchen. Wir schlagen immer den fremden Sack, obwohl wir den eigenen Esel meinen. Wir essen Leberkäse, aber Stierkämpfe finden wir wahnsinnig grausam. In
einer Currywurst steckt mehr Elend und Leid als in 100 Stierkämpfen zusammen. Wir brauchen eine Ökodiktatur, wir schaffen es nicht alleine. Unbedingt. Die uns in die Freiheit führt. Unseren afrikanischen Rohstoffsklaven danken wir ihre Arbeit, indem sie mit unserer perversen Agrarpolitik in die Knie zwingen und mit Getreidespekulationen in Hungerkatastrophen treiben von biblischen Ausmaßen. Und kurz bevor sie dann vor unseren Nachrichtenkameras krepieren, da schicken wir 2,50 Euro Spendengelder und Blauhelmtruppen runter und fühlen uns humanistisch und demokratisch. Und dann gibt es tatsächlich Leute hier, die stolz sind, dass Europa 60 Jahre lang Frieden und Freiheit hat. Das ist obszön. Das ist doch nicht unser Verdienst. Wir haben Krieg und Sklaverei outgesourced. Unsere Freiheit steht auf Leichenbergen und die werden täglich mehr und höher. Wir brauchen eine Ökodiktatur, wir schaffen es nicht alleine. Eigenverantwortung funktioniert in der Masse nicht. Keiner fühlt sich verantwortlich. Wir brauchen Gesetze dafür. Unbedingt. Und in den Talkshows seit Jahren sieht man Klimaforscher und Sozialwissenschaftler, wie sie uns mit Engelszungen predigen. Wir mögen doch endlich Maß halten und ein bisschen Verzicht üben und ein bisschen weniger und ein bisschen. Funktioniert nicht, keine Chance. Wir machen es nicht freiwillig. Wir brauchen eine Ökodiktatur, die den Dingen den Wert wiedergibt. Alles wird auf Ramschniveau entwertet. Unser Freiheitsbegriff ist ein einziger Entwertungskomplex. Es wird alles runtergedrückt auf Schnäppchenniveau. Wir brauchen eine Ökodiktatur, die endlich eine vernünftige Kerosinsteuer einführt und Fernreisen zu dem macht, was es ist. Eine Fernreise ist Luxus. Fleisch muss Luxus werden. Geht nicht anders. Fleisch muss ein Genussmittel werden. Wir brauchen irgendwie Fleischsteuern. Wieso gibt es eigentlich keine Fleischsteuern? Stattdessen wird diese aberwitzige Fleischindustrie mit Fantastilliarden subventioniert, die uns bei der Kinder- und Altenbetreuung fehlen. Wir könnten es machen. Wir haben doch die Macht als Konsumenten. Wir können mit den Füßen abstimmen, wie bei Schlecker. War das nicht toll? Wir sind jetzt alle gemeinsam so lange nicht zu Schlecker gelaufen, bis 20.000 Leute da ihren Arbeitsplatz verlieren. Oder waren es nur 12? Das ist die Dialektik des Widerstands. Funktioniert doch. Also Herr Reeder, Sie nehmen es nicht übel. Ich höre mir das jetzt eine ganze Weile an, aber Ihre Luxusprobleme, die möchte ich immer haben. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Mensch, wir wären froh, wenn wir was zu kühlen gehabt hätten. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Ja, das ist ja Wahnsinn alles. Die Kühlkette darf, sind denn hier alle verrückt geworden? Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Sind denn hier alle verrückt oder was? Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. Wir sind doch verrückt, wir haben das Zeug eingeweckt. Pilzig! Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. Pilzig, nehmen Sie den Ostvogel. Nehmen Sie dem Ostvogel die Zwangsjacke weg. Die brauchen wir für den anderen. Die Kühlkette darf nie unterbrochen werden. Auf Station! Die Kühlkette. Entschuldigung, es ist dieses Superwahljahr, das alle irgendwo ein bisschen gaga, aber ab und zu in dem Superwahl ist auch Stimmung, ne, ist Stimmung. Neulich auf der Cebit, da haben sie den Rösler mit einer Torte, also mit einem Tortenstück, also ihm und seiner Bedeutung und der Partei angemessen. Obwohl, hätte eigentlich auch eine Zierkirsche gereicht, ne, aber jetzt hat ja die... Jetzt
Es hat ja die FDP ihren Messias für Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner. Komisch, ne? Vor einiger Zeit haut er als Generalsekret noch in den Sack, weil er mit dem Rösler nicht kann. Der Rösler war froh, als er weg war. Und jetzt stellt der gleiche Rösler sich hin und sagt, wir schicken unseren besten Mann. Man könnte auch sagen, das letzte Aufgebot. Na, die FDP in Nordrhein-Westfalen hat ja diese Neuwahlen erzwungen nach dem Motto, ha, wir können Selbstmord auch ohne Fallschirm. Na, jetzt soll es... Jetzt soll's. Ja. Und jetzt soll's der Rösler richten. Meine Sprüche kann er. Hat er gesagt, was in Athen beendet wird, darf in Düsseldorf nicht neu entstehen. Habe ich gesagt, jammerst du Depp, das geht ja auch gar nicht. Weil die in Düsseldorf von unserer Regierung keine U-Boote bestellen, ne, und das ganze Land verschulden, damit bei uns die Arbeitsplätze gesichert werden. Das ist ganz interessant. Unsere wichtigsten Rüstungspartner in Europa sind ausgerechnet Griechenland und Portugal. Die ärmsten Mäuse, ne, leihen sich dauernd, weil sie so blöd sind, Milliarden, um damit bei uns die, das ist sehr gut angelegtes Geld, wenn wir diese Rüstungsfanatiker unter den Rettungsschirm holen. Aber unsere Regierung winselt von wegen, ah, dieser luxuriöse Sozialstaat muss ausgetrocknet werden. Das treibt diese Länder in den Ruin. Das wird bei uns jetzt Christian Lindner recht. Der wird in Nordrhein-Westfalen den Haushalt im Hals umdrehen, sanieren. Damit kennt er sich bestens aus. Der hat mal vor ein paar Jahren mit ein paar Kumpels zusammen ein IT-Startup-Unternehmen gegründet. In ganzer Freiheit und Verantwortung mit 30.000 Euro Eigenkapital. Hat dafür aber von der von uns finanzierten KfW 1,2 Millionen Kredit kassiert. Nach einem guten Jahr war die Firma pleite und das Geld war futsch und die Million wurde auf die Steuerzahler umgelegt. Ja, das ist soziale Marktwirtschaft, wie sie den Liberalen gefällt. Na, aber da ist er wirklich, da war er sehr geschickt, der beste Mann von der FDP. Aber ansonsten sage ich, komm, wollen wir nicht so viel über das Soziale. Da schenken sich Union und FDP sowieso nichts. Die Vorschläge der letzten Wochen von den Christsozialen, was da alles rein, erst wollten sie für Leute, die ab 25 noch kein, nie genug, na, eine Strafsteuer für Kinderlose. Es ist gekommen, gab vor einiger Zeit mal eine Abwrackprämie für funktionstüchtige Autos. Da haben sie allen Ernstes nachgedacht über eine Abwrackprämie für noch Funktion. Na gut, aber ist auch egal. Unsere Familienministerin Christina Schröder, die Quotentrulla, ne, aus Südhessen, denkt jetzt über ein Elterngeld für Großeltern nach, um davon abzulenken, dass sie den Ausbau der Kindertagesstätten völlig verschnarcht hat. Und unser süßholzraspelndes Röschen aus Hannover, Ursula von der Leyen, ist ganz stolz darauf, dass Rentner jetzt mehr dazu verdienen dürfen. Ja, hallo? Der Ruhestand war mal gedacht als Belohnung für jahrzehntelange Arbeit. Jetzt wird als Erfolg gefeiert, wenn Rentner, die von ihrer Rente nicht mehr leben können, so viel dazu verdienen, dass ihnen das Finanzamt nicht noch das lädt. Das ist christliche Politik, wie wir sie uns wünschen. Wahrscheinlich werden sie es noch. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Werden sie es noch als ultimativen Erfolg feiern, wenn 2014 die massenhaft entlassenen Opel-Arbeiter dank ihrer Fürsorgepolitik auf Schleckerkassiererin umschulen dürfen. Und Joachim Gauck verteilt bei einem Fürbittengottesdienst Hostien und Erbsensuppe. Nein, Sie können gar nichts. Oder doch, Sie können mich mal, ja? Was ist denn mit Ihnen los? Nicht zufrieden mit Ihrer Aktion Frühjahrsputz? Hm. Sie waren doch so für den Neuanfang. Ja, ja. Wenn Sie mir auf mit Neuanfang in diesem Saftladen ist, das ist sowieso alles sinnlos. Ja, ich habe Ihnen gleich gesagt, ich war von Anfang an gegen diese Idee. Von Anfang an, Sie sind immer sofort dagegen, Hauptsache immer nur dagegen. Kennen Sie diese Studie von der Unternehmensberatung Gallup? Fast 25% der deutschen Arbeitnehmer haben inzwischen überhaupt keinen Bock mehr, in ihrem Betrieb noch irgendwelche neuen Ideen anzustoßen. Ja, habe ich gelesen. Und 23% der Mitarbeiter halten ihren Chef für einen Idioten. Ja, das stand auch drin, aber ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen. Moment mal, wo wollen Sie damit irgendwie was... Ja, ich will damit ganz deutlich sagen, dass ich gerade heute hier und zur 50. Sendung gerne mal einen radikalen Neuanfang gewagt hätte. Aber nee, Sie sind ja immer nur dagegen. Ja, hätte gern mal irgendwie einen Neuanfang gewagt. Den Neuanfang? Was wollen Sie mit dem Neuanfang? Haben Sie innerlich gekündigt?
Ja, und? Nein. Haben Sie die Kündigung angenommen? Nein, ich klag gerade gegen mich. Belzi, sagen Sie mal, warum sollten ausgerechnet wir beide was ändern, wenn sich doch sonst nichts ändert? Vorgestern hat der Schäuble noch angekündigt, dass wir, das Land, das als Sparvorbild für ganz Europa dienen soll, im nächsten Jahr doppelt so viele neue Schulden aufnimmt. Ja, aber er hat auch angekündigt, dass er 2014 eine große, dicke, fette, schwarze Null schreiben will. Ja, aber doch nur, damit die größte schwarze Null 2013 die Wahlen gewinnt. Belzi. Belzig, bei aller Liebe, was Sie immer einsparen wollen, wir haben 2,1 Billionen Staatsschulden. Ja, ja. Wissen Sie, was das für eine Menge ist? Wissen Sie, was das bedeutet, seit wann wir da das bedeutet, dass wir seit der Stunde Null, seit Christi Geburt, vor über 2000 Jahren, Tag für Tag, jeden Tag, fast drei Millionen Euro verbraten mussten, um überhaupt auf diesen Schuldenberg heute zu kommen. Das ist schon eigentlich verrückt, vor allem wenn man sich überlegt, dass die damals noch gar keinen Euro hatten. Aber andererseits heißt doch diese Berechnung, wenn wir ab sofort jetzt tagtäglich 3 Millionen Euro tilgen täten, ne, dann wären wir ja praktisch schuldenfrei im Jahr 4024. Ja? Du darfst die Rechnung nie ohne die Zinsen machen. Ja, gut. Zinsen noch drauf, dann sind wir schuldenfrei im Jahr 5.024 oder 6.024 oder 7.024. Das ist ja der Wahnsinn. Daran sieht man doch, das ist doch alles Betrug. Das kann doch gar nichts mehr werden. Das ist doch kein Neuanfang. Da müssen wir doch mal ganz anders. Hören Sie mal, ich habe jetzt gelesen, wir Deutsche haben ein Sparvermögen von 10 Billionen Euro. Haben wir Deutsche 10 Billionen? Gut, wir, nicht wir, sondern wieder die. Und das, ach, es ist alles so kompliziert und zum Verzweifeln. Belzig, vielleicht darf ich Sie gerade heute am 10. Todestag unseres verehrten Kollegen Matthias Belz mit seinen Worten trösten. Solange zwei Menschen, die so aussehen wie wir, trotzdem weitermachen, hat niemand das Recht, verzweifelt zu sein. Ja. Okay. Das tut gut. Und das macht Mut. Ja. Ja, Sie haben recht. Also. Ja, ja, ja. Und deswegen müsste man eigentlich mal, schauen Sie mal, wenn wir jetzt nur 20% von diesen 10 Billionen mal nachts einfach abzwacken würden, ne? Ich meine, so ein Winterkorn wird es doch gar nicht merken, 20%, ja? Dann wären wir ja sozusagen bei 20% von 10 Billionen, wären wir ja praktisch über Nacht schuldenlos, schuldenfrei. Und wenn man dann noch die Zinsen, müsste man auch noch, das müssten wir jetzt mal in Ruhe berechnen. Oh, nein, das können wir nicht, das hält die Uhr nicht aus. Die Schuldenuhr? Nein, unsere. Hier, schauen Sie mal. Oh, oh. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren, die 50. Sendung mit heute mit unseren satirischen Frühjahrsfrühblühern Uwe Steimle, Helmut Schleich und Hagen Räther. Die Anstalt hat für Sie wieder geöffnet am 24. April im launischen Monat. Immer am Dienstag, 22:15 Uhr, live direkt nach dem Fischlall.